zuwenden müssen. Diese Institutionalisierung verlief über ungefähr 2 bis 3 Jahrhunderte, vom 7. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus, im Kern. Und zu dieser Institutionalisierung gehörte zunächst, dass die Entscheidungsbefugnis innerhalb der Polis, innerhalb der Bürgergemeinde, neu organisiert werden musste. Man entwickelte ein differenziertes System von Amtsträgern, also Personen, die für bestimmte Tätigkeitsbereiche zuständig waren, und umgrenzte ihre Aufgabenbereiche. Während zu Beginn dieser Poliswelt einzelne Basileus, Könige, die Entscheidungen in unterschiedlichen Bereichen in einer Person versammelten, begann man nun zu differenzieren. Die Aristokraten dieser dörflichen Gemeinschaften teilten die unterschiedlichen Aufgaben untereinander auf. Einer war zuständig dafür, die Kriegsführung zu machen, zu organisieren, die Bürgeraushebung im Kriegsfall zu organisieren. Ein anderer war zuständig für die Rechtsprechung und Überlegungen zur Rechtsetzung. Wieder andere waren zuständig für den Kult und so weiter. Damit versuchte man, die Tätigkeitsbereiche auch gleichzeitig klarer zu umreißen, und vor allen Dingen entpersonalisierte man diese Entscheidungsbereiche. Sie waren nicht mehr an Einzelne, etwa auf lebenslange Zeit gebunden, sondern man überlegte auch und führte es schließlich ein, dass die Bekleidung bestimmter Ämter zeitlich begrenzt war. Das führte zu einer Objektivierung der Macht. Man konnte die einzelnen Amtsträger kontrollieren und man konnte sie auch für ihre Amtsführung zur Rechenschaft ziehen. Doch das waren spätere Entwicklungen. Diese Differenzierung von Aufgabenbereichen und von Verteilungen der Macht führte schließlich auch dazu, dass man die einzelnen Personen auf ihre Eignung hin prüfte und dass die Bürgergemeinde in Wahlprozessen, die ganz unterschiedlich ablaufen konnten, diese Amts- und Entscheidungsträger auswählte. Diese Wahlen konnten in ganz schlichter Form stattfinden, also etwa als Akklamation auf Zuruf. Die auf der Agora versammelten Bürger liefen einfach gemeinsam laut, dass sie jemanden mochten oder dass sie jemanden nicht mochten. Und allmählich führte man gegen diese ja sehr schwierig einzuschätzenden Unmuts- oder Beifallsrufe, führte man an ihrer Stelle die Abstimmung per Hand oder die Abstimmung per Stein ein, mit denen diese Wahlen auch objektiver gestaltet werden konnten, indem man ganz eindeutig feststellen konnte, welche Gruppe nun eindeutig den Sieg davon getragen hätte, welcher Amtsträger gewählt wurde. Neben diesen Amtsträgern, der Etablierung von Magistraturen und ihrer zeitlichen Begrenzung, wurden nun auch andere Institutionen der Polis klarer konturiert. Dazu gehörte zum Beispiel der Rat, der unterschiedliche griechische Bezeichnungen tragen konnte. Zunächst war der Rat eine lockere Versammlung von Aristokraten, die sich zusammensetzten und gemeinsam über die Geschicke der Polis berieten. Allmählich gab es auch hier eine Formalisierung. Diese Formalisierung der Kompetenzen des Rates betraf etwa die Gegenstände der Entscheidung, über welche Dinge entschieden wurde, aber auch ganz schlicht zunächst, wurde die Zugehörigkeit zu dieser Ratsgemeinschaft geregelt. Wer durfte in dem Rat sitzen? Außerhalb der aristokratischen Kreise und innerhalb der aristokratischen Kreise wurde zunehmend differenziert. Man legte in einzelnen Polis fest, dass bestimmte Amtsträger, wenn sie die Ämter bekleidet hatten und dies zur Zufriedenheit aller getan hatten, in den Rat aufgenommen wurden. In anderen Polis war man lockerer und ließ auch andere zu dieser Ratsgemeinschaft zu, sofern sie über einen bestimmten Grundbesitz verfügten. Dieser Rat hatte innerhalb der Gemeinschaft nicht nur wichtige Kompetenzen, was die Kontakte nach außen zu den Nachbarn betraf, was etwa die Entscheidung über Krieg und Frieden betraf, sondern in den Händen dieses Rates lag auch die Blutgerichtsbarkeit oder die Bestrafung besonders schwerer Straftaten, wie zum Beispiel Hochverrats gegen die Bürgergemeinde. Eine wichtige Rolle in diesen Ratsversammlungen spielte das Alter der Mitglieder und die Erfahrung, die sie hatten. Und der Sonderfall Sparta, mit dem wir uns später noch kurz beschäftigen werden, hat eine Gerusie, einen Ältestenrat geschaffen, in den man überhaupt erst kam, wenn man nach heutigem Verständnis im Rentenalter war und so viel Lebenserfahrung gesammelt hatte, dass die gesamte Gemeinschaft der Bürger darauf vertrauen konnte, dass man Entscheidungen korrekt, richtig und mit viel Erfahrung trifft. Neben
dem Rat spielten die Volksversammlungen als weitere Institution eine wichtige Rolle. Die Vollbürger, das heißt die männlichen Vollbürger, Frauen waren von diesen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen, die männlichen Vollbürger haben in unterschiedlicher Form Versammlungen gebildet. Die Frage war immer, welche Entscheidungskompetenzen diesen Versammlungen neben dem Aristokratenrat zugewiesen wurde. Das konnte sehr unterschiedlich sein. Volksversammlungen in einzelnen Gemeinwesen haben zumindest die Amtsträger bestimmt, in freien Wahlen über die Amtsträger entschieden. In anderen Gemeinwesen hatten die Volksversammlungen nur die Möglichkeit, Entscheidungen des Rates per Akklamation zu bestätigen. Die Volksversammlung spielte aber auch eine wichtige Rolle in der Gerichtsbarkeit. Wir können sehen, dass neben dem Rat, der für die schweren Straftaten zuständig war, die Bürgergemeinde nun in der Form der Volksversammlung Recht sprach und Rechtsentscheidungen traf. Wichtig war, dass diese drei Bereiche, die Amtsträger, der städtische Rat, die Versammlung aller Bürger, ineinandergriffen. Und dass dieser Prozess des Ineinandergreifens dieser Institutionen eine ganz wichtige Rolle spielte bei der Verfestigung und bei der Etablierung dieses Systems Polis. Die Magistrate etwa gaben bestimmte Anregungen für Entscheidungsprozesse. Der Rat beriet über diese Anregung der Magistraten und führte eine Entscheidung herbei. Und die Gemeinschaft der Bürger in der Volksversammlung etwa bestätigte diese Überlegungen des Rates. Man kann sehen, dass die Bürgergemeinde über dieses Ineinandergreifen der Institutionen sich auch immer wieder darüber vergewissern musste, welche Rolle der Einzelne spielt, welche Rolle der Einzelne einnimmt und das ist ganz entscheidend, dabei feststellt, dass alle zusammengehören und eine Gemeinschaft bilden. Dieser Prozess der Institutionalisierung war gleichzeitig verbunden mit einer ganzen Reihe ernstzunehmender Krisen, die die griechische Poliswelt geschüttelt hat in der archaischen Zeit, die aber gleichzeitig auch zu einer Verfestigung dieser Poliswelt führten. Wir können im 7. Jahrhundert deutlich wahrnehmen, ein Prozess, der schon im 8. Jahrhundert beginnt, dass die bäuerlichen Schichten zu verarmen scheinen. Das ist ein Phänomen. Das zweite Phänomen ist, dass die Aristokraten und die Adligen untereinander in verstärkte Konkurrenz treten und diese Konkurrenz auch gewaltsam austragen. Das dritte wichtige Element sind zahlreiche Kriege, die in dieser Zeit in der griechischen Poliswelt geführt werden. Und diese drei Elemente, Verarmung der Bauernschaft, verstärkte Konkurrenz des Adels und eine Zunahme der kriegerischen Auseinandersetzung, führten zu einer ganzen Reihe von ernstzunehmenden Krisen. Insbesondere die bäuerliche Verschuldung infolge von Realerbteilung, also der Aufteilung von Grundbesitz unter allen Söhnen zu gleichen Teilen, die zu einer Verkleinerung der Güter führte, dann die Dürreperioden und ähnliche Probleme führten dazu, dass soziale Spannungen auftraten und verschärft wurden. Die griechische Poliswelt kannte in dieser Zeit nämlich noch das Element der Schuldknechtschaft. Also ein Bauer, der nicht in der Lage war, Kredite in Form von Naturalien, die er aufgenommen hatte, etwa bei einem Aristokraten, die er nicht zurückzahlen konnte, geriet in Schuldknechtschaft. Das heißt, er wurde Knecht des Kreditgebers. Diese Prozesse haben offenbar in der griechischen Welt zu so großen Verwerfungen geführt, dass es zu großen sozialen Spannungen innerhalb dieser bäuerlich geprägten Gemeinschaften führten.